Willkommen zu dem Podcast mit Jake und Nikki Hamilton. Wir diskutieren die Herausforderungen der Ehe und des Menschseins anhand echter persönlicher Geschichten. In dieser Folge unterhalten wir uns mit guten Freunden von uns, Tommy und Chrissy Green, die derzeit in Salt Lake City leben. Sie leiten eine gemeinnützige Organisation namens Run Against Traffic, die hilft, Gelder für die langfristige Betreuung von Menschen, die im Sexhandel verwickelt sind, zu sammeln. Tommy kennt ihr vielleicht, er war der Leadsänger von Sleeping Giant und leitet derzeit eine Gruppe namens Holy Name, die ihr euch auf Spotify und iTunes anhören könnt. Chrissy hat ihr eigenes Unternehmen, das Ghostwriting, offeriert. Du findest alle Informationen und Links in der Beschreibung weiter unten. Heute haben wir mit Tommy und Chrissy über die Erziehung von Stiefkindern gesprochen, über die Schuldgefühle, die entstehen, wenn man sein Kind aus einer zerrütteten Ehe in eine neue Ehe mitbringt, darüber, wie man eine Stiefmutter für ein Kind sein kann, das eine andere Mutter hat, und darüber, was es bedeutet, die chaotischen und harten Teenagerjahre zu bestehen und gleichzeitig mit den kleinen Kindern zu Hause verbunden zu bleiben. Einer der Gründe, warum wir uns so gefreut haben, eigentlich sind es mehrere Gründe. Zu einem liebe ich euch und zum anderen ist Chrissys Stimme meine Liebste auf der Welt. Ja, Nikki geht zu den Trainingskursen, in denen deine Stimme vorkommt. Denn nur wenn der Lehrer so tönt wie du, ist sie bereit, den Kurs zu besuchen. Ja, da gab es eine Yoga-Lehrerin, die ich kennengelernt hatte, und ich sagte ihr, ich mochte dich sofort, weil du wie Chrissy Green klingst. Oh, wie schön. Ich habe diese Klassen auch besucht. Sie sagte, noch tiefer. Ich dachte, nein. Und sie, atme. Ich kann nicht. Sie, doch, doch. Ich schaute sie mit schmerzverzerrtem Blick an und sie, ich weiß, das wird besser werden. Es braucht Zeit in dieser Spannung. Zeit in der Spannung. Okay, Tommy, was ich an deiner Geschichte wirklich bewundere, ist, dass du deine Beziehung mit Chrissy mit einer bereits bestehenden Familie begonnen hast. Ja, du hattest schon eine Tochter. Ich möchte gern mit dem beginnen. Kannst du uns ein wenig über dein Leben und das deiner Tochter erzählen und uns ein Bild geben, in was Chrissy hineingekommen ist? Ja, also das ist schon sehr lange her. Ich kann mich nicht mehr an alles erinnern, aber fülle die Lücken einfach mit dem, was du willst, aus. Das ist okay. Zuerst möchte ich euch sagen, dass wir euch lieben und danke, dass wir auch ein Teil eurer Geschichte sein durften. Das ist großartig. Ich war knapp 22 Jahre alt, als ich Chrissy Green kennenlernte. Ich war noch jung und war bereits verheiratet. Ich bekam meine Tochter Marin, als ich 19 Jahre alt war. Sie ist meine Älteste. Sie war großartig. Ihre Mutter und ich zogen von Salt Lake nach Südkalifornien und wir waren beide auf unsere eigene Art und Weise ziemlich kaputt. Ganz ehrlich, ich hatte keine Wurzeln in mir. Ich hatte keine Ahnung, wer ich wirklich war. Ganz allgemein würde ich sagen, dass auch heute mein Hauptgefühl, mit dem ich morgens aufwache, Scham ist. Und ich glaube, ich bekam meinen Wert zurückgespiegelt. Ich war ein junger Mann, meine Ex-Frau war ein bisschen älter als ich und ich dachte, dass sie echt cool wäre und es schmeichelte mir sehr, dass sie sich für mich interessierte. Ich war noch so jung und ich hatte einfach keine Ahnung, wer ich war. Ich bastelte mir meine Identität einfach zusammen und dieser arme Mensch hat sich mit mir eingelassen. Das war einfach nicht gut. Und so waren wir ein paar Jahre zusammen, wir heirateten und sind nach Südkalifornien gezogen. Und nach ein paar Monaten sind wir in vielerlei Hinsicht einfach zerbrochen. So ging unsere Beziehung auseinander und es war irgendwie öffentlich und sehr traurig, wie das alles ablief.
Und weißt du, ich kenne nicht viele Beziehungen, die sauber und nett auseinandergegangen sind und allen geht es gut und so. Nein, also es war ziemlich heftig, wie das alles ablief und es war echt schwer. Und so trennten wir uns. Zu dieser Zeit war Maren etwa 1 oder 2 Jahre alt. Nun war ich ein alleinerziehender Vater. Und ja, das war es, was ich tat. Ich lernte Chrissy kennen, weil sie mit all meinen Freunden, die ich da hatte, aufgewachsen ist. Sie war mehr ein OG, als ich es war. Mein bester Freund bekehrte sich in ihrem Wohnzimmer, als er 15 Jahre alt war oder so. Sie kannte also all diese Leute und ich wusste einfach, dass sie... Alle sagten, oh, das ist Chrissy. Wir waren früher in derselben Clique. Sie ging zu Shows und so. Ich sah sie in einem Café und lernte sie da kennen. Zu diesem Zeitpunkt war ich gerettet und es war mir ernst. Ich fuhr für ein paar Monate mit Maren zu meinen Eltern und zog da dann auch meinen Ring ab. Darf ich dich schnell unterbrechen? Klar, das ist dein Podcast. Was ich so schön finde an dieser ganzen Sache ist, dass du dir in dem Ganzen keine Ehre gibst. Und was so schön an dir ist, Tommy, ist, dass du deine Tochter über deine Scham gestellt hast. Du hast sie über alles gestellt. Die meisten Männer wären weggegangen, aber du bist geblieben. Warum bist du geblieben? Nun, Jake kennt wahrscheinlich die Geschichte. Zunächst einmal danke ich dir für deine Worte. Das hat mein Herz berührt. Was interessant ist, ist, dass ich Teil einer Gemeinschaft von Männern war. Die machten Dinge wie innere Heilung und solche Art von Diensten. Das hat wirklich diese tiefe Arbeit in mir getan. Aber das war etwas später. Was ich dabei entdeckte, war, dass ich viele Entscheidungen auf der Grundlage dessen traf, was ich nicht wollte. Und mein Leitprinzip für mein Leben war fast wie in der Schule, nämlich das zu tun, was man nicht wollte. Ich wollte weder Alkohol trinken, noch meine Familie missbrauchen, denn die Welt, in der ich aufgewachsen war, bestand aus Missbrauch und Süchte und all diese Dinge. Und das war schrecklich. Es herrschte körperliche Gewalt. Es war terrorisierend. Einfach schrecklich. Ich habe daher ständig versucht, nicht so zu sein. Und ich glaube, als ich diese Scheidung durchmachte und dieses kleine Kind hatte, wollte ich Maren etwas geben, was ich nie bekommen hatte. Denn meine Eltern trennten sich auch und mein Vater blieb bei mir und arbeitete einfach. Ich verstehe die Brutalität einer Scheidung, die Belastungen, die damit verbunden sind. Und das Übel, das alles durch das Gericht zu schleusen und zu versuchen, gute Eltern zu sein. Was das Gute bei meiner Ex-Frau ist, ist, dass wir, weil wir beide total kriminell waren, absolut keine Polizei oder Gericht oder sonst irgendjemand wollten, der uns irgendetwas bezüglich unserem Leben sagte. Wir hielten uns an keine Regel und auch sonst an nichts. Wir holten nie die Polizei, das machten wir einfach nicht. Eine Weile war es sehr schwer. Aber an einem gewissen Punkt kommt es wieder auf dich zurück. Was ich damit sagen will, ist nun, was auch immer. Erst Jahre später stellte ich fest, als ich mich auf die Hochzeit mit Chrissy vorbereitete und eine Retraite durchmachte, dass ich genau in dem Alter war, wie mein Vater damals, als sich meine Eltern scheiden ließen und ich als Kind im gleichen Alter war wie jetzt meins und ich dachte, oh meine Güte, und ich kämpfte eine lange Zeit für meine Ehe. Ich versuchte, sie zusammenzuhalten. Eigentlich kämpfte ich um das Kind, aber das war mir damals nicht bewusst. Ich dachte, nein, ich muss sie doch lieben und ich liebe sie und ich habe doch mein Leben für sie hingegeben und all diese Dinge. Erst Jahre später wurde es mir bewusst und ich dachte, oh meine Güte, ich habe versucht, den Schaden, der mich getroffen hat, von meinem Kind fernzuhalten. Und ich denke, für mich war es so, dass man sich für sein Kind entscheidet. Und später, als wir uns mit unseren Mentoren trafen und sie sich vorbereiteten, uns zu verheiraten, sagte er, hey, sag mal, eine Frage habe ich noch an dich. Warum ziehst du Maren Chrissy vor? Und ich sagte, ah, was? Er sagte, ich sehe, dass sie dir alles bedeutet, aber sie wird erwachsen werden und dich verlassen. Ich sagte, oh. Es ist besser, wenn du dich jetzt für deine Frau entscheidest, denn ihr seid nicht auf derselben Wellenlänge und das gefällt mir nicht. Ich dachte, oh, ich lebte eine lange Zeit so. Es gab mein Kind und danach kam alles andere. Und das war tatsächlich eine Haltung, die ich wie aufgeben musste, als ich merkte, dass ich in einer gesunden Beziehung war.
Ja, das tatest du also, weil du dachtest, ich werde nicht zulassen, dass sich meine Geschichte wiederholt. Ich werde der Mann sein, der diesen Kreislauf beendet. Zu dem stehe ich. Das braucht eine Menge Mut, wirklich. So wie das Nikki schon gesagt hat, in deiner Geschichte steckt so ein hohes Maß an Mut drin. Das ist so tiefgreifend, weil es so viele Männer gibt, die, wie Nikki gesagt hat, die entgegengesetzte Richtung gewählt hätten, einfach um sich selbst zu schützen und um dem Schmerz nicht ständig begegnen zu müssen. Denn wenn ich das für das Kind tue, muss ich mir täglich ansehen, was nicht für mich getan wurde. Das stimmt. Das stimmt. Manchmal war es mehr so ein Reinfallen. Bei Sachen, die du getan hast, merkst du, oh meine Güte, das habe ich doch schon einmal erlebt. Oh, genau, bei meinem Vater. Ah, ich sehe. Nun, wir lebten in Kalifornien, als wir heirateten, und wir mussten durch die ganzen Gerichtssachen hindurchgehen. Das war schon heftig. Ich verstehe nun, warum die Männer aufgeben. Es ist so hart, darum zu kämpfen, ein Teil vom Sorgerecht zu haben. Denn so viele Jahre war es so, dass die Väter gingen und die Mütter das Sorgerecht hatten. Aber da war es nicht so. Und doch wurde es so gehandhabt. Es war so beängstigend, weil ich das Gefühl hatte, dass der Richter alles schwarz und weiß sah und wir durften es dann in Farbe ausleben. Und in dieser anderen Person gibt es diese ganz andere Geschichte. Es gab einige Male, wo ich Tommy ansah und dachte, jetzt verstehe ich. Ich verstehe, warum Väter aufgeben. Denn es ist einfacher zu sagen, okay, ich bezahle einfach das Haus. Ich weiß, dass das sicher nicht auf alle Väter zutrifft, aber Mensch, es war einfach so hart, darum zu kämpfen, einen Teil des Sorgerechts zu haben und diese Entscheidungen zu treffen, ein stabiler Ort für dieses kleine Kind zu sein, das in diesem Umfeld aufwachsen muss. Ja, wir trafen sie im Süden von Utah und ich erinnere mich noch, wie ich sie in einem kleinen Dorf in St. George absetzte und durch das Fenster sah, wie sie auf einer Bank saß, zusammen mit ihrer Mutter und einige Familienmitglieder mütterlicherseits, die auch gekommen waren, um sie zu treffen. Und sie weinte und weinte. Und ich erinnere mich, wie ich am liebsten etwas nach ihnen geworfen hätte. Ich war so wütend. Ich war so, ich kann es nicht glauben, dass das meinem Mädchen passiert. Und ich weiß nicht, was ich tun soll. Und dann hatte ich all diese Stimmen der Menschen im Ohr, die sagten, oh, weißt du, Gott ist gut. Der Herr sieht das und er schickt Engel, die auf deiner Seite sind. Und gleichzeitig hat der Richter gesagt, interessiert mich nicht. Das war alles so nicht die Richtung, die ich mir vorgestellt hatte. Das war so verrückt. Ab einem gewissen Punkt war es einfach so schmerzhaft, da durchzugehen. Ich denke, wenn die Kinder noch klein sind, ist der Schmerz für sie fast einfacher. Aber er verstärkt sich, je älter sie werden. Wenn sie klein sind, gibt man ihnen einen Kuss auf die Stirn und ein paar Süßigkeiten und das hilft. Aber wenn sie größer werden, dann wird das alles so komplex und der Schmerz so groß. Wir alle machen diese Erfahrung. Wir hatten neulich ein Gespräch mit einigen Leuten und die haben uns gefragt, warum denkt ihr, funktioniert das bei euch jetzt so gut? Eure Wertschätzung zueinander und die Art und Weise, wie ihr seid. Wir beide, Chrissy und ich, haben eine Scheidung hinter uns und sind eigentlich statistisch gesehen zum Scheitern verurteilt. Stimmt's? So läuft das in dieser Welt. Aber ich glaube, dass Gott uns einander gegeben hat. Und das in einer Zeit, in der wir durch Tod und die zerstörerische Scheidung und all diese schrecklichen Sachen gingen. Wir haben beide wirklich gekämpft und waren irgendwie verloren in diesem ganzen Konflikt. Und dass wir uns gegenseitig hatten, war fast so wie eine ausgesprochene Sache, dass wir ganz besonders Rücksicht aufeinander nehmen und füreinander da sind. Und für Chrissy Green gelten bei mir andere Regeln als für alle anderen Menschen auf der Welt. Ich werde niemals grob zu ihr sein. Denn die Welt ist schon genug grob. Sie ist etwas Besonderes für mich. Und ich glaube, weil wir wussten, was wir verloren hatten, und wir wussten, wie schmerzhaft das war, wir mussten die Scheidung und den Zusammenbruch zusammen durchstehen. Ich denke, es hat uns immer wieder den Spiegel vorgehalten, dass Beziehung etwas Schönes sein sollte. Aber hier draußen war es echt hässlich. Ich denke, in gewisser Weise hat es uns geholfen, zusammenzuhalten und zu verstehen, dass wir im selben Team sind. Ja, und ich weiß nicht,
Das ist auch einfach ein Teil davon, dass man versucht, das zu überwinden. Jedenfalls dachte ich viel darüber nach. Ich nehme es niemandem übel. Bei meinem Vater zum Beispiel war alles, was er tun konnte, zu arbeiten und zu trinken. Was kannst du machen? Du versuchst einfach, die Rechnungen zu bezahlen und so gut es geht, weiterzumachen. Ich verstehe es. Und so viele Leute werden von Richtern und Gerichten und Kindergeld und all dem Zeug so in die Mangel genommen. Es gibt eine Menge anständiger Leute da draußen, die einfach vom System in die Unterordnung geprügelt werden. Und dann gibt es da draußen natürlich auch ganz viele üble Sachen, die eine ganze Generation von Menschen hervorbringen werden, die aber hoffentlich die Stopptaste für das Ganze drücken und vielleicht andere Entscheidungen treffen werden. Die Geschichte von dir und deiner Tochter hat mich einfach so berührt. Ja, sie ist gewaltig. Ich meine, sie hat es geschafft, sie ist hier und lebt. Und klar hat sie Sachen gemacht. Nun, dazu kommen wir noch, aber zuerst zu dir, Chrissy. Wie gehst du? Und ich liebe das, was du eben gesagt hast. Ich habe mal bezüglich der Ehe gehört von Kat und Daniela. Ihr kennt sie sicher auch. Das sind ganz gute Freunde von uns. Und wir haben sie interviewt. Und eines der Dinge, die sie sagten, war, und ich habe das so oft wiederholt, du hast es gerade eben auch gesagt, ist die Idee, dass niemand seinen Ehepartner so lieben kann wie du. Und dass dein Ehepartner ein Geschenk ist, das dir gegeben wurde. Und du die Person bist, die die Möglichkeit hat, wie keine andere, ihm entweder mit der größten Liebe zu begegnen oder ihm den größten Herzschmerz zu bereiten. Das hat mich wirklich sehr beeindruckt. Seit da versuche ich, ihm in allem so treu zu sein. Und das habt ihr jetzt auch erzählt und erkannt. Habt ihr das vom ersten Tag an erkannt? Oder wie sah das erste Jahr eurer Ehe aus? Ihr kamt beide aus einer Scheidung heraus. Tommy hat ein kleines Kind. Ihr gingt durch die ganzen Gerichte. Und was denkt ihr, was ist euch in diesem ersten Jahr wirklich gelungen und was würdet ihr gerne rückgängig machen oder ändern? Wow, das ist eine echt gute Frage. Ich erinnere mich, wenn ich darüber nachdenke, was du gerade gesagt hast, dass ich mit einer Person zusammensaß, die etwa gleich alt war wie ich. Und sie hat sich ständig über ihre Beziehung beklagt. Sie sagte, ach, ich war noch so jung, als ich geheiratet habe, und so weiter. Und ich weiß noch, wie ich sagte, ja, aber du hast ihn gewählt. Du hast dich in den letzten 13 Jahren entschieden, aufzustehen und dein Leben mit ihm zu leben, stimmt's? Und wir entscheiden uns jeden Tag dafür, und das ist die Kraft. Sie sind uns nicht nur als Geschenk gegeben worden, sondern wir haben auch jeden Tag die Freiheit, uns zu entscheiden, sie zu lieben und sie gut zu lieben. Ich glaube, dass so viele Menschen in dieser Vorstellung gefangen sind, dass es nicht perfekt ist oder dass es nicht so ist, wie sie sich's vorgestellt haben, dass es nicht und so weiter, weil uns im Fernsehen und in den Filmen und überall diese Märchenhochzeiten vorgespielt werden und wir denken, wow, wir treffen die Entscheidung für ihn und laden alle unsere Freunde ein und alle kommen und so weiter. Aber die wahre Beziehung, das wahre Geschenk ist, wenn wir am Morgen aufwachen und uns inmitten des Alltags füreinander entscheiden, mitten im Alltag, wenn meine Kinder mich zum Beispiel in den Wahnsinn treiben, weil wir jeden Morgen dieselben 5 Aufgaben zu erledigen haben, um für die Schule fertig zu werden und sie immer noch nicht fertig sind, dann sind wir wütend und frustriert und müssen uns entscheiden, wieder zueinander zu finden. Und auch mittendrin in den Verlusten. Wir hatten eine Reihe von Fehlgeburten hinter uns. Und Tommy sagte oft, ich weiß nicht, wie ich dir in dem begegnen kann, denn ich gehe anders damit um. Und wir tragen beide diesen Verlust und die Trauer. Und ich entscheide mich, bei dir zu sein, weil ich nicht weiß, was ich sonst tun kann. Ich bin kein Profi, ich bin nicht gut im Trauern, stimmt's? Es gibt Momente, in denen ich trauere und in diesen Momenten entscheide ich mich, dich zu ehren. Ich glaube, die Menschen vergessen sich zu entscheiden, zu lieben und dass es eine gute Entscheidung ist. Wir verlieren uns so oft im Alltag und es ist so, ja, ja, genau, und wir leben einfach. Ich glaube, dass das unsere Stärke am Anfang war, dass wir uns dieser Entscheidung verschrieben. Wir haben uns zueinander verpflichtet und am Ende des Tages sagen wir immer noch, dass wir uns lieben. Weißt du? Ich denke, das erste Jahr war wild, denn wir wohnten in Kalifornien und Marin wohnte mit ihrer Mutter in Salt Lake. In unserer Verlobungszeit träumte ich immer wieder von Salt Lake City und ich sah mich immer wieder dort.
Ich fragte mich, was das alles zu bedeuten hätte. Ein paar Wochen später sagte mir ihre Mutter, dass sie mit mir reden müsse, weil sie zurück nach Utah ziehen und Marin mitnehmen würde. Ich wünschte, es wäre so gewesen. Es war so, dass Marin zu uns nach Hause kam und sagte, rate mal, was ich in Salt Lake City machen werde. Trick-or-treating. Und dann sagte sie, wir müssen reden. Das war eine sehr nette Version, Tommy. Gute Arbeit. Ich versuchte, dem Richter zu sagen, bitte lasst sie nicht einfach wegziehen. Ich habe sie prozentual mehr als ihre Mutter gesehen. Und ich leite die Kirche und mache all diese Sachen. Bitte lasst sie nicht gehen. Aber sie haben sie einfach gehen lassen. Dann passiert etwas so Seltsames. Wir waren ja bereits verlobt und hatten so eine Art Date im Long Beach Aquarium. Also fuhren wir dahin. Und da wurde ich plötzlich so erschöpft, zwei Wochen lang. Sobald sie weg war, konnte ich nur noch schlafen. Ich lag einfach in meinem Zimmer und dachte, was passiert da mit mir? Dann kam mein kleiner Bruder aus Salt Lake mich besuchen, einfach um mich wieder aus dem Bett zu holen. Er blieb ein paar Wochen in meinem kleinen Haus, denn er sah, dass es mir nicht gut ging. Und so lebte ich wieder ein wenig auf und ich verliebte mich in sie, aber ich hatte auch große Angst. Und diese Verlobungszeit war so, einerseits hatte ich mein Kind verloren und doch erfüllten sich all diese anderen Sachen. Ich arbeitete an diesen Sachen, denn unser Mentor sagte, ihr zwei seht wunderschön aus zusammen und ihr mögt euch auch, aber ihr seid total kaputt. Wenn ihr nicht an euch arbeitet, werde ich euch nicht verheiraten. Es ist mir egal, was alle anderen sagen. Also gab ich mir die größte Mühe, um sicherzustellen, dass ich diese schöne junge Frau nicht zu viel Ballast mitbrachte. Das war auch der Moment, wo ich diese Offenbarung über mich selbst hatte. Ich war in dieser Gemeinschaft, die aus Menschen aus mehreren Generationen bestand, und da passierte viel Heilung in mir. Ich erkannte da auch, was mein Vater mit 22 oder 23 Jahren mit einem kleinen Jungen durchmachen musste und dachte, oh, jetzt verstehe ich es. So erlebte ich viel Heilung. Wir haben dann geheiratet und es war gewaltig. Ich muss sagen, dass es viele Menschen gibt, die eine gemischte Familie haben und nicht 11 Monate haben, in denen sie einfach nur zusammen sind, sondern ihr Leben geht sofort mit mehreren Kindern und so weiter. Zu diesem Zeitpunkt war Marin in Salt Lake und wir waren wieder in Redlands. Das war zwei Staaten entfernt. Wir überlegten uns, nach Salt Lake City zu ziehen, weil wir zu weit weg waren, um Marin zu erziehen und ein Teil ihres Lebens zu sein. Sie war damals 5 Jahre alt. Ja, und darum zogen wir hierher. Ja, dazwischen lag unser erstes Jahr. Unser erstes Jahr war, wenn ich ehrlich sein darf, hätte ich mir gewünscht, dass wir mehr Zeit gehabt hätten. Ich wollte unbedingt sofort weg aus Kalifornien und zu meinem Kind. Ich hatte solch einen Druck auf mir. Ich hatte versucht, all diesen Dingen gerecht zu werden und es zu schaffen. Also nahm ich mir einen Job auf der Bank und wurde befördert, damit ich wechseln konnte. Ich wollte so schnell als möglich zu meiner Tochter zurück. Aber gleichzeitig mochte ich unsere Beziehung. Wir hatten also dieses Date in Long Beach. Wir fuhren in dieser Gondola und ich dachte, wow, ich habe ein Date in Kalifornien und ja, das Meer ist wunderschön, das alles ist gewaltig. Warum hasse ich denn das alles? Mensch, ich war so wütend und ich und Chrissy hatten es wirklich gut zusammen. Unser erstes Jahr war eine der schönsten Zeiten in meinem ganzen Leben. Ich hatte so etwas zuvor noch nie erlebt. Das Einzige, wo ich versuchen würde, meine Gedanken zu ändern, ist, die Reife und das Vertrauen zu haben, dass Gott es wieder gut macht. Denn ich dachte immer, dass jeder Tag, den ich nicht mit meiner Tochter verbringe, gegen mich arbeitet. Und was ich sagen möchte ist, obwohl ich schon sehr lange dabei bin, wirkt es sich manchmal immer noch nicht positiv für mich aus. Ich weiß nicht warum. Ich denke oft, Mensch, warum lasse ich mich immer noch für alles Mögliche anklagen? Also ich hätte sehr gut mehr Zeit in Kalifornien verbringen und erst hierher ziehen können, als Marion in der zweiten Klasse war, denn ich glaube, sie kann sich sowieso nicht mehr an die erste Klasse erinnern. Also ich weiß nicht. Es ging uns sehr gut zusammen in unserem ersten oder zweiten, dritten oder vierten Jahr. Wir gingen durch verrückte Sachen. Aber all diese Vorbereitungen, die wir trafen und all die Menschen, die uns in die Enge trieben und die Widerstände, die wir erlebten, haben uns fast dazu gezwungen, zusammenzuhalten. Ich denke, das hat uns viel gebracht, aber wir haben auch an uns gearbeitet. Und jetzt, 17 oder 18 Jahre später, sehe ich so viele Leute auseinandergehen und ich verstehe nicht, warum. Dann denke ich, Mensch, haben wir einfach im Lotto gewonnen oder so? Oder warum mögen wir uns denn immer noch so fest? Nun, wir arbeiten sehr fest an unserer Beziehung.
Genau, das wollte ich dich fragen. Du teilst mit uns die Geschichte und wie kommt es? Denn wir landen ja nicht einfach zufällig dort. Wir entscheiden nicht einfach eines Tages, oh, ich möchte die schlimmste Sache aller Zeiten erleben und es wird super cool werden. Ich werde überall betrogen und werde doch immer wieder Ja sagen. Darum meine Frage, wo in deiner Geschichte oder in deinem Leben hast du dir gesagt, nein, so machen wir das nicht. Ich habe keine Angst davor. Oh, ich erinnere mich an früher. Nun, ich kam von einem Elternhaus, wo es keine Trennung gab. Meine Eltern blieben verheiratet bis zum Tod meiner Mutter vor ein paar Jahren. Darum weiß ich nicht, wie das ist, mit zwei verschiedenen Familien aufzuwachsen. Und ich habe großes Mitgefühl mit Maren, denn wir sind so verschieden. Unsere Wertesysteme, alles, was bei ihr so offensichtlich war, so wie sie aufgewachsen ist. Und ich habe jetzt bei vielen Dingen gemerkt, dass Tommy und ich einfach unsere Art haben. Wir reden und sagen, oh, da habe ich wirklich Mühe damit, lass uns darüber reden. Und besonders in der Welt der Kirche ist es oft so, dass wir uns hinterfragen und sagen, oh, wir müssen über diese Sachen reden. Stimmt? Können wir über das reden? Aber sie konnte sich abkapseln, denn sie war an einem anderen Ort. Sie wurde da nicht in Frage gestellt oder herausgefordert, denn er hatte ein anderes Wertesystem. Ich hatte wirklich großes Mitgefühl mit ihr, denn sie hatte ihre eigene Geschichte und Sichtweise und sie drückte sich auf ihre Art aus. Und sie hatte ein Trauma von uns, wer wir als Eltern waren. Und die Unterschiede, die sie zu bewältigen hatte. Ich erinnere mich daran, wie damals mein Pastor sagte, das ist eine große Sache. Denn es war ja nicht nur Tommy allein. Ich liebe ihn, aber er kam mit einem Paket und ich wollte es richtig gut machen. Es machte Spaß mit Maren. Sie war ein Kind und es war mit ihr einfach super lustig. Ich erinnere mich noch, wie sie sagten, oh ja, ja, ich verstehe das total. Dann fragte er, was wäre, wenn ihre Mutter sterben oder verschwinden würde und Maren die ganze Zeit bei mir wäre? Wie würdest du dich dann fühlen? Ich dachte, nun ja, das würde mir sehr leid tun für sie. Und ich erinnere mich, wie ich gebetet hatte, okay, Herr, ist das das Beste und das Höchste? So, als ob ich irgendwie abwägen wollte, was es gibt. Und es gab viele Menschen in ihrem Leben, die dachten, das ist nicht das Höchste Gottes. Ja, niemand, der mehr klar ist. Ja, und der moralische Satz, den ich von dem prophetischen Lehrer hörte, war, ich glaube, du wählst diesen Mann aus einem noch nicht erlösten Teil deiner Persönlichkeit heraus. Oh, wow, ja, das war damals so ein religiöses Gedankengut. Wir hörten einige solche Sachen von unseren prophetischen Lehrern, die eigentlich unsere Mentoren waren. Dieser Typ sagt, dass wir kontrollierend und seltsam seien. Ich sage dir, er ist der Teufel. Nun also, es war knapp, aber es war gut. Also, wofür ich nicht vorbereitet war? Danke, du bringst uns wieder zurück zum Thema. Die Frage war nicht, was ist, wenn sie zu 100% bei euch wohnt, sondern ich realisierte, wenn Menschen sich entscheiden, sich scheiden zu lassen, dann wähle ich ja nicht nur Maren, sondern mit ihr kommt auch ihre Mutter dazu und all das, wie sie ihr Leben lebt. Und das war schon recht kompliziert. Und was ich auch noch realisierte, ist, dass ich auch wie gezwungen bin, alles zu akzeptieren, was sie mitbringt oder wen sie mitbringt. Die Freunde, die sie auswählt und alles, was wir in dem tun konnten, war, das mit unseren eigenen Kindern zu besprechen. Wir waren wie so ein Team, wir sprachen miteinander und dann, wenn Sachen entschieden wurden, mussten wir einfach mitziehen. Als Co-Eltern ist man gezwungen, sich mit Dingen zu befassen, mit denen man sich sonst nicht befassen müsste. Denn als Paar überlegt man, wollen wir das machen, nehmen wir das oder was auch immer. Und dann überlegt man, okay, das funktioniert nicht, wir werden da nun anders entscheiden. Aber dann wählt man einen anderen Partner und dieser kommt mit seinem Paket. Vielleicht gibt es da Kinder und all diese Dynamiken beginnen sich zu verändern. Und es gab Momente, wo ich mir nicht sicher war, wie ich damit umgehen sollte. Und das war sehr unangenehm. Da mussten wir durch. Da denke ich gerade an etwas, was nicht so schön war. Und zwar haben wir uns vor nicht so langer Zeit ein Haus angesehen, in der Nähe, wo Maren zur Grundschule ging. Und als wir da waren, reagierte mein Körper so stark
Ich konnte es nicht ignorieren. Irgendetwas passierte da in meinem Körper. Tommy sagte, ich möchte eine Offerte machen für dieses Haus. Ich sagte, oh, ich glaube, ich habe PTSD, weil es kam jedes Mal, wenn wir in diese Gegend fuhren. Ich spürte da einfach all diese Ängste und Spannungen. Ich denke, das ist der Teil von diesem Co-Erziehen, über das niemand spricht und sagt, wie schwer das ist. Es ist eine Beziehung mit Menschen, die man sich nicht unbedingt ausgesucht hätte. Und nach all dem ist die Frage, ist es Marin wert? Ja, natürlich, zu 100%. Aber es kostete mich echt viel. Und ich erwähne dieses Haus, weil es eigentlich alles hatte, was wir brauchten. Ja, es hatte alles und wir waren so traumatisiert. Wir kümmerten uns ja um all diese Sachen, wir versuchten alles. Aber die Punkteverteilung war nicht fair. Ja, ich denke, das sind... Oft gibt es Leute, die nicht verheiratet sind und trotzdem gemeinsam Kinder erziehen und sie tun all diese Dinge und sagen, oh ja, wir sind einfach Co-Eltern. Und ich denke, ich glaube nicht, dass es so einfach ist. Es ist einfach nicht immer so einfach. Bitte erzähl uns doch noch ein wenig, was du in der Rolle als Stiefmutter erlebt hast. Ich meine, wenn du zurückschaust, was waren die Orte, an denen du gelandet bist, wo du lieber nicht gelandet wärst? Oder was waren Fehler, die du in dieser Rolle gemacht hast und du gerne rückgängig machen würdest? Ich meine, welchen Rat würdest du jemandem geben, der gerade erst am Anfang ist mit einem 5-jährigen Kind? Eines der Dinge, die mich am Anfang störte, waren die Menschen, die... Ich hatte mir gesagt, ich werde dieses Mädchen lieben von ganzem Herzen. Ich werde alles daran setzen. Und ich weiß noch, wie Tommy und ich einmal aufstanden bei einem Aufruf. Es ging da um Adoption. Und ich dachte, ich erinnere mich, wie ich Tommy sagte, wenn ich Marin so lieben kann, wie ich es tue, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir sie eines Tages adoptieren könnten. Und die Leute sagen immer diesen Satz, nun, bei eigenen Kindern ist das anders. Wenn du eigene Kinder hast, ist es anders. Und ich weiß nicht als Stiefmutter, ob das für Väter auch zutrifft, aber es hat mich irgendwie gestört, weil ich dachte, nein, ich bin bereit, dieses Kind zu lieben. Und dann wurde ich schwanger mit unserem Sohn. Und als er dann da war, dachte ich, ich bin frei. Es ist anders. Doch ich wollte nicht, dass es anders sei. Aber ich war frei, dieses Kind zu lieben. Ich war frei, es zu erziehen. Ich war frei, weil ich hatte niemanden, der... Denn wir waren so unterschiedlich. Ich erinnere mich, dass ihre Mutter uns anrief und sich aufregte, weil wir ihr Joghurt zum Frühstück gaben. Und das war für sie ein Problem. Es fühlte sich so an, als müsste man immer mit dieser anderen Stimme leben. Oder man fragte sich immer... Oh, gibt es Ärger? Und bei diesem Jungen war ich einfach frei, ihn so zu lieben, wie es mein Herz begehrte. Und da wurde mir klar, dass Marin eine Mutter hatte, egal wie oder was. Und ich versuchte nicht, ihre Mutter zu ersetzen, sondern einfach eine zusätzliche Mutter zu sein. Meine Hoffnung war immer, meine Güte, so viele Menschen lieben dieses Kind so sehr und wir geben alle das Beste von uns. Aber es kam nicht unbedingt so an. Und das war sehr schwer. Und ich denke, keine Mutter zu sein, aber doch diese zusätzliche Mutter zu werden und das alles durchzumachen, brachte uns vor etwa 3 bis 4 Jahren zu dieser Connection Codes Beratung. Die lehrten uns da über die Verbindungssätze und die Dynamik einer Beziehung und was das im Gehirn auslöst und all diese Sachen. Und wir bekamen einige Hilfsmittel, von denen ich mir gewünscht hätte, sie zu haben, als Marin jünger war. Zwischen ihr und unserem Sohn liegen 10 Jahre und ich glaube, dass bei all meinen Bemühungen, das zu sein, ich einfach immer versucht habe, die Probleme zu lösen.
Ich habe versucht, die Lücken zu schließen. Wir haben so hart daran gearbeitet, einfach das wieder gut zu machen, was da kaputt war. Wir wollten einfach, dass es ihr gut ging und dass sie geliebt ist, aber wir haben dabei nicht genug zugehört. Wenn du sagst, nicht zugehört, auf was beziehst du das? Auf sie? Ja, sie. Denn wenn sie mir etwas erzählte, war es so, oh ja, ich werde, anstatt einfach, denn jetzt sprechen wir über die Kraft der Ehre im Stil von, ich schätze dich, ich höre dich, ich bin da, egal was kommt. Ich muss keine Lösung haben, das muss ich nicht. Und ich glaube, wir haben so viel Zeit damit verbracht, das in Ordnung zu bringen, dass wir irgendwann aufgehört haben, ein Ort der Geborgenheit für sie zu sein. Denn gerade wenn sie Teenager werden, denkt man, nein, das kann ich ihnen nicht sagen, weil sie dann... Ja, und wir kamen mit all diesem zusätzlichen Druck, auch in der Kirchenwelt. Sie hatte Begleitpersonen und alle, zu denen sie in unsere Welt aufschaute und die sie toll fanden, waren nicht für uns da. Sie war also irgendwie isoliert. Sie war zwischen zwei verschiedenen Welten. Ich hatte eigentlich keine Ahnung, wer ihr Freundeskreis war. Und als Kind aus einer zerrütteten Familie kenne ich das hin und her und dass ich nirgendwo wirklich dazugehörte. Es fühlte sich an, als ob ich bei einer Familie das Übungskind war und bei der anderen das Unterstützungsgeld. Und ich hatte keinen wirklichen Platz. Da war ich also und ich musste mein eigenes Leben gestalten. Ich musste meine eigene Familie gründen. Ich musste meine eigenen Beziehungen aufbauen. Ich musste mir einen Freundeskreis aufbauen, der meine Familie sein würde. Ich wusste nicht, was Familie ist. In meiner Familie wusste ich nicht, wer zu mir stand. Also erschaffte ich mir einfach meine eigene Welt. Das wurde mir erst bewusst, als Maureen ging. Sie zog kurz vor ihrem ersten Studienjahr wieder zu ihrer Mutter. Oh nein, sie zog aus, als sie in der 9. Klasse war. Und ich sag dir, dass sie das nicht tun sollte, denn ehrlich gesagt passierten ganz schlimme Sachen in der Welt ihrer Mutter zu dieser Zeit. Und ich wusste davon, wir haben nie negativ über ihre Mutter gesprochen. Wir gingen nie darauf ein. Das taten wir einfach nicht, obwohl meine Ex-Frau das sehr ausführlich tat und auch bei meiner eigenen Familie, so wie alle anderen auch ihre Geschichten erzählen, aber wir waren nicht so. Wir gehen das christlich an. Aber wenn ich also ganz ehrlich sein darf, was ich anders machen würde, dann hätte ich meinen Filter schon vor etwa 9 Jahren verlieren sollen. Aber es passierte erst, als sie auszog und alles. Was meinst du mit, ich habe meinen Filter verloren? Oh, was ich ihr sagte, war in etwa, du hast mich einfach stehen lassen, als du gegangen bist. Ich kann es nicht begreifen, warum du nicht auf mich gehört hast. Ich wusste, was dort vor sich ging und ich habe dir gesagt, geh nicht dorthin. Aber du wolltest es nicht hören und jetzt stehst du da mit einem erneut gebrochenen Herzen und ich kann nicht verstehen, warum du nicht auf mich gehört hast. Ich weinte und sie weinte. Ich sagte, wir haben einen Platz für dich. Wir wollen nicht, dass du gehst. Natürlich darfst du wieder bei uns einziehen. Ich werde die Geschichte noch ein wenig genauer erzählen. Wir haben dazu mal 50-50 gemacht, das heißt, wir haben uns abgewechselt. In der 7. und 8. Klasse habe ich sie zu Hause unterrichtet, weil es einfach so anstrengend war. Sie verbrachte also sehr viel Zeit bei uns und gegen Ende der 8. Klasse kam unsere Tochter Piper zur Welt und Marins Mutter war schwanger. Es war so, herzlichen Glückwunsch. Denn sie hatte so hart gearbeitet, speziell in der 8. Klasse, und sie gewann langsam ihr Selbstvertrauen wieder zurück. Sie sagte, oh, ich habe keine Lernschwierigkeiten mehr und ich bin gar nicht so dumm. Es war genau der richtige Zeitpunkt, um mit ihr zu sprechen. Wir sagten ihr, du darfst wählen, die 9. Klasse darfst du wählen. Möchtest du hier zur Schule gehen oder bei deiner Mutter oder möchtest du so weitermachen? Und sie entschied sich für ihre Mutter und half ihr mit dem Baby und so weiter. Sie ging also dorthin, obwohl wir sagten, okay, schau, das sind unsere Bedenken. Denn wir wussten, was los war. Irgendwo hatte jemand, der in Verbindung mit ihrer Mutter stand, eine Haftstrafe in einem Bundesgefängnis. Wir wussten das, aber sie wollte, sie tat es und schloss sich mit ihrer Mutter zusammen und am Ende der 9. Klasse, zu Beginn der Sommerferien, verlor auch sie ihren Filter. Sie rastete total aus bei ihrer Mutter. Es kam einfach alles heraus. So kam sie wieder zu uns und ihre Mutter brauchte ein wenig Abstand. Also zog sie, als sie in die 10. Klasse kam, wieder bei uns ein und lebte ganz bei uns und wir versuchten das zu verarbeiten. Das war eine große Veränderung und dann in der 11. Klasse versuchte sie dann die Beziehung zu ihrer Mutter wieder herzustellen. Und dann gleich zu Beginn des 12. Schuljahres sagte sie, okay, ich gehe zu meiner Mutter. Tommy fuhr sie hin
und da war ein Schild mit der Aufschrift zu verkaufen vor dem Haustür ihrer Mutter. Ihre Mutter war am Umziehen, Maureen hatte keine Ahnung davon, sie ging, sie war einfach weg. Ich denke, das ist schon etwas. Also Maureen wollte wieder dahin ziehen. Ja, genau, so kam Maureen wieder zu uns und blieb bei uns, weil ihre Mutter wegzog. Und auch ihre kleine Schwester. Es war einfach so brutal, es war so, ah! Denn wir dachten so, wir ziehen nach Salt Lake City, weil wir bei ihr sein möchten und sie durch die Highschool begleiten und ihr ein gutes Leben ermöglichen und sie lieben und eine Familie sein und dann, ja, und sie wird wissen, dass sie ein Zuhause hat, dass sie geliebt ist, dass sie einen Platz bei uns hat. Und jetzt, 18 Jahre später, sagt sie, Mensch, ich weiß nicht einmal, wer ihr seid. Ihr behaltet mich einfach. Ich, was, geht's noch? Wir haben alles für dich dahin gegeben, also echt, so blöd. Also das war die Sache. Es ist so, als machte man das alles durch und schaute sie an und denkt, also Bill Burr erlebte das auch und er war so wütend und sagte, meine Tochter hat mich offensichtlich noch nicht kennengelernt. Wenn wir uns manchmal sehen, schaut er mich an und sagt, oh, du siehst irgendwie abgeschafft aus. Ich, ja, schau dir mein Kind an, Daniel ist am Ende. Ich verliere langsam den Verstand. Mir wurde klar, dass ich die längste Zeit versucht hatte, einem Ideal gerecht zu werden. Ich werde ihre Mutter schützen, ich werde mich nicht rächen und ich werde meine Seite der Geschichte nicht erzählen und mich nicht auf all das einlassen. Ich werde einfach mein Bestes geben, um etwas zu tun. Mir wurde klar, dass alle anderen lügen konnten und einfach damit davonkamen. Aber ich wollte einfach nicht sagen, hey, diese Leute sind dumm, sie werden dich nur verletzen und sie verbreiten Lügen über mich. Mir reicht's. Du glaubst ganz viele Dinge über mich, die nicht stimmen. Aber das habe ich nie getan. Ich saß einfach da und sie hat sich ihre Welt zusammengebastelt mit all diesen Lügen, die erst später in der Highschool hochkamen. Und es schien so, als hätten wir dadurch so viel an Boden verloren. Es schien so, als hätte sie mich erst in ihrem 10. Schuljahr kennengelernt. Und jetzt nahm ich kein Blatt mehr vor dem Mund und sagte, das ist das Schlimmste. Ich glaube dir nicht. Und ich dachte bei mir, oh, so hätte ich normalerweise geredet, aber ich konnte nie so mit ihr reden, weil da dieses Minenfeld war. Wenn sie das weiß, was wird dann passieren? Wie kann ich das später wieder in Ordnung bringen? Also blieb ich lieber der ruhige christliche Vater und gebe mein Bestes. Aber innerlich dachte ich, ich bringe sie alle um. So begann diese Ablehnung, aus mir herauszukommen. Genau, wo floss das heraus? Das ist mein Punkt. Ich wollte dich fragen, wenn du als Mann all diese Wut in dir trägst. Ich meine, ich habe von Tommy Green gelernt, wie man ein Gangster ist. Das wird mein nächstes Buch, das später in diesem Jahr erscheinen wird. Ich habe von Tommy Green gelernt, wie man ein Gangster ist. Ich bin in vielerlei Hinsicht ein Realist und deine Gruppe macht das einfach so. So seid ihr einfach. Und in so vielen Bereichen, die für euch so wichtig waren und euch so viel bedeuteten, habt ihr einfach diesen Teil genommen und weggesteckt. Denn überall sonst in deinem Leben als Mann, Ehemann oder Vater bist du es, der das Sagen hat. Ja, und das habe ich daraus gelernt. Das ist der Grund. Denn am Morgen, wenn ich aufwache, habe ich schon tief in mir das Gefühl, dass etwas in mir nicht in Ordnung ist. Und ich kann es nicht beheben. Und die einzige Version von mir, die ich je gesehen habe, ist ehrlich gesagt ein Typ, der mir sehr ähnlich sieht, sich sehr ähnlich anhört, sehr ähnlich redet und die Menschen, die er auf dieser Welt liebt, sehr hart rannimmt. Wenn ich das anschalte, habe ich Angst, dass ich ihr, diesen Kindern und diesen Menschen und allem anderen wehtun könnte. Denn was in mir vorgeht, die Gedanken, die ich habe, wie mir kann man nicht trauen und etwas stimmt mit mir nicht und dass wir so komisch gestrickt sind, dass wir am Ende die Menschen verletzen, die wir lieben, wenn wir das einschalten. Ich kann das also gegenüber meinen Feinden oder meinen Gegnern tun, aber wenn es um die Menschen geht, die ich mag, unterdrücke ich es. Das ist die beste Art, es auszudrücken. Und ich halte es immer noch so, selbst wenn ich Jiu-Jitsu trainiere oder mit den Jungs balge oder mit ihnen kämpfe, stoppe ich es. Ich glaube, das liegt daran, dass ich als Kind miterlebt habe, wie eine größere Version von mir außer Kontrolle geriet. Und ich einfach dachte, ich weiß nicht, wie man das macht. Zu lernen, damit klarzukommen, ehrlich zu sein, Chris ist die einzige Person, die meine Welt kennt und die mir sagte, ich muss dich nicht ändern. Ich mag dich wirklich so, wie du bist. Und selbst wenn du es vermasselst, bin ich immer noch da für dich. Vieles von dem bedeutet, dass du aussehen würdest wie die meisten Menschen in deiner Welt, wenn du das Wort verändern nimmst. Bei vielen Sachen meint man eigentlich zähmen, so im Stil, ich will dich zähmen, damit ich dich kontrollieren kann, damit ich dich dazu bringen kann, das zu tun, was ich von dir haben will. Aber was du eigentlich suchst, ist, ich brauche jemanden, der mich ein wenig mildert,
denn ich möchte eigentlich scharf sein wie ein Schwert, das in der Luft geschwungen wird. Und natürlich sieht das für andere verrückt aus. Und natürlich werden Menschen verletzt, weil niemand da ist, der mir hilft, dieses Ding zu schärfen. Entschärfe dieses Ding und bringe mir bei, wie ich es richtig benutzen kann. Das ist eine der besten Eigenschaften an dir. Ich bin froh, dass du das sagst. Das ist der Mist, vor dem ich mich am meisten fürchtete seit meiner Kindheit. Und da ich bei meiner Mutter und meinem Stiefvater aufgewachsen bin. Und Chrissy, das hat nichts zu tun mit uns. Im Gegenteil, unsere Ehe hat mir sogar geholfen. Also was ich sagen will, ist, dass meine Mutter und mein Stiefvater in der christlichen Baptistenwelt lebten. Ich lief weg, als ich in der Junior High war, weil es in der Welt einfach nichts für mich gab. Aber sie haben mir auch immer wieder das Gefühl gegeben, dass ich ein Problem bin. Und wenn sie mir doch einfach geholfen hätten, zu lernen, mit diesen Dingen umzugehen, anstatt zu zeigen, dass ich mit dem, was ich hatte, möglicherweise Menschen verletzen würde. Ich sage das mit tiefem Respekt, denn ich liebe sie, aber es war eher ihre Feigheit als mein Problem. Und sie haben sich entschuldigt. Inzwischen komme ich damit gut zurecht. Aber es hat lange gedauert, bis mir klar wurde, dass einige dieser Dinge, die vor mir lagen, wie bei Marin, es gut gewesen wäre, wenn ich schon viel früher den Schalter gedreht hätte. Ich habe das privat in meinem Konflikt ausgetragen. So, wie wir etwas in der Öffentlichkeit tun und es dann im Privaten korrigieren. Wenn ich mit meiner Mutter eine Auseinandersetzung hatte, dann geschah das immer im Privaten. Da rastete sie zwar dann aus und tat, was auch immer, doch ich versuchte immer die sichere Variante zu wählen. Und ich finde es wirklich traurig, dass ich nicht mich selbst sein konnte. Während der ganzen Zeit, als ich mein Kind erzog. Und jetzt haben wir unsere gemeinsamen Kinder und ich bin so. Neulich habe ich zu Piper Green gesagt, halt deinen Mund. Und sie schaute mich an und sagte, Mann, ich denke, das liegt daran, dass wir uns sehr ähnlich sind. Und ich sagte, oh, du machst mir dieses Gesicht, pass auf, sonst bleibt es dir noch. Und sie, nein, das tut es nicht. Ich hätte das nie mit Marin tun können. Ich hatte solche Angst, dass wenn das ihre Mutter erfahren hätte, sie das überall herum erzählt hätte. Ich frage mich, wie viel davon? Oh, mein Mikrofon ist runtergefallen. Ich frage mich, wie viel davon auch von Schuldgefühlen herführt, dass eure Kinder, die ihr beide zusammen habt, diese Möglichkeit haben. Sie haben Mama und Papa und diese Beständigkeit und diese Stabilität und Marin hatte das nicht. Inwieweit war deine Erziehung von Scham und Schuldgefühlen geprägt, dass sie nicht das hatte, was du... Ja, genau. Ich betete fast jeden Monat und war in Tränen aufgelöst. Ich stand in der Salt Lake Foursquare Kirche vorne und sagte, Gott, was auch immer ich tun kann, laste alles von diesem Kind mir an. Es tut mir so leid, dass dieses Kind so aufwächst. Und es ist so verrückt, wie der Herr Dinge zu einem vollen Abschluss bringen kann. Es gab da ein paar Typen, die mich umbringen wollten, als ich 18 oder 19 Jahre alt war. Sie kannten uns alle und waren mir sehr feindlich gesinnt. Sie hassten mich damals, doch einige von ihnen hörten meine Geschichte, als ich über meine frühere Beziehung und all das, was ich durchgemacht habe, gesprochen habe. Und weil sie nun den ganzen Hintergrund kannten, kamen die Typen, die mich vor 20 Jahren umbringen wollten, auf mich zu und sagten, Mensch, ich habe dieses Video von dir gesehen, wo du deine Geschichte erzählt hast. Du hast sicher ein schlechtes Gewissen wegen damals. Ich möchte dir einfach sagen, dass ich mich an damals erinnere. Ich weiß alles noch ganz genau. Ich erinnere mich noch an deine Ex-Frau und so weiter. Und wenn ich ganz ehrlich sein darf, dann hättet ihr es schon bei meinem ersten Treffen mit Ryan Holiday bei OnLife gewusst. Ich habe da meine Geschichte von meiner letzten Beziehung erzählt. Und am Ende kam er auf mich zu und sagte, hey, und er war ein Bestseller-Autor. Ich sagte ihm, dass ich Christ sei und ich erzählte mein christliches Zeugnis von all der Zerbrochenheit und er kam auf mich zu und sagte, hey Mensch, da gibt es ein paar Dinge. Erstens ist diese Geschichte schrecklich. Es tut mir so leid, dass du das alles durchmachen musstest. Zweitens war das keine Liebe, das war eine Co-Abhängigkeit und ich habe ein paar Bücher, die du lesen solltest. Und dann sagt er drittens, du hast nicht das getan, was du dachtest, getan zu haben. Das warst nicht du. Sie war das. Du warst 18 und sie war 23. Und da bekam ich eine überarbeitete Version der Geschichte von einem Außenstehenden, dem die christlichen Wiederherstellungswerte dieser Geschichte egal waren. Er hat sie sich einfach angehört und gesagt, du hast die Verantwortung ihres Versagens auf dich genommen, weil du weißt, dass sie es nicht tut. Und das ist zu viel für dich. Du musst aufhören damit.
Um deine Frage zu beantworten, 100% meiner Entscheidungen, die ich für das Kind traf, bis es etwa 15 oder 16 Jahre alt war, war aus einer Haltung heraus, wie ich wieder gut machen könnte, was ihr alles Schreckliches widerfahren war. Denn ihre Mutter und ich haben sie in diese schreckliche Lage gebracht, wo sie nicht das hatte, was sie gebraucht hätte. Und ich weiß, wie das ist. Ich konnte nicht für sie tun, was sie hätte tun müssen. Konnte ich einfach etwas mehr übernehmen und versuchen, das wieder gut zu machen? Ich hatte mit Chrissy diesen großartigen Partner und sie war eine Art Spiegel für sie, aber konnte sie sehen, dass ich versuchte, ihr zu helfen? Nein, es hatte nicht funktioniert. Ich bekam eine 3 oder weniger. Hat es dem Kind geholfen? Nein. Ich frage mich, was wäre gewesen, wenn ich einfach losgelassen hätte und auch so chaotisch und kaputt gewesen wäre wie alle anderen. Vielleicht hätte sie dann gesagt, nun, ich mag meinen Vater. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich denke, das ist der Punkt. Wenn wir diese Lehre über die Verbindungscodes bereits gehabt hätten, einfach bessere Hilfsmittel, um zu lernen. Wie anders wäre es gewesen, wenn wir in der Lage gewesen wären, die Schuldgefühle zwischen uns richtig zu verarbeiten, anstatt sie erzieherisch anzugehen. Und genau das haben wir getan. Wir haben sie erzieherisch durch die Schuldgefühle, die Angst und die Scham geführt, nur um zu versuchen, alles in Ordnung zu bringen. Ich denke, wenn ich etwas sagen könnte. Nun nein, ich denke einfach an all diese Familiendynamik, denn wir haben Familienmitglieder, die haben gerade ein neues Baby bekommen und man denkt, wow, wie schön, und hier ist das Baby und da ist der Partner und dort ist der Ex-Partner. Einfach all diese Konstellationen. Und ich denke, es ist wie können wir diesem Kind wirklich das Beste geben und die andere Person sich selbst sein lassen? Selbst wenn das vorher der Grund war, warum man sich getrennt hat. Und so oft tragen wir diese Wut oder diesen Hass in die Erziehung des Kindes hinein. Ich meine, wie oft haben wir schon sagen gehört, Mensch, du bist wie dein Vater. Und da ist diese Ablehnung drin. Es ist eine Erziehungsfrage, die wir selbst lösen müssen. Denn das Kind nimmt das mit. Sie spüren das, ob wir es aussprechen oder nicht. Was mache ich mit den Eigenschaften, die sichtbar sind? Was mache ich mit den Eigenschaften meiner Tochter, die sehr gut sind, aber ihre Mutter so ähnlich sind, dass ich sie ablehne? Wie schaffe ich Platz für das? Wie kann ich das wertschätzen, wenn dieser Mensch mir das Herz gebrochen oder mich zurückgewiesen oder weggestoßen hat? Jetzt muss ich lernen, auch diese Teile dieser Person zu lieben, weil sie an dieses wunderschöne kleine Wesen weitergegeben wurden. Ich muss die beste Seiten dieses Menschen lieben, auch wenn es einfacher wäre zu sagen, dass ich alles an dieser Person hasse. Und ich bin sicher, dass sie gespürt hat, wie ich mich geekelt habe vor ihrer Mutter. Und sie wusste nicht, wie sie dort akzeptiert werden konnte. Und was sie bei mir sah, war einfach ein 35-Jähriger, der eine Energie hatte, die alles in Brand steckt. Sie sah mich an wie... Und wir sagen es immer wieder, Kinder haben so ein unglaubliches Gespür. Sie sind super Barometer für das, was vor sich geht und unglaubliche Interpreten dessen, was passieren sollte. Aber sie interpretieren alles falsch. Ich bin sicher, dass sie aufgrund ihrer großen Sensibilität und Spiritualität und ihres Einfühlungsvermögens gespürt hat, dass da etwas nicht stimmte. Sie konnte es spüren, aber sie konnte es nicht einordnen, weil ich ihr die Geschichte nicht erzählen durfte. Wenn das Sinn macht, denn das waren so quasi meine Regeln. Wir haben nur noch ein paar Minuten. Oh nein, hör zu, Bruder. Hey, deine Kinder haben einen Zahnarzttermin. Wir haben Telefongespräche und alles Mögliche. Ich möchte gern mit dem Folgenden abschließen. Ich höre immer wieder von euch, und bitte sagt mir, ob das stimmt oder nicht. Aber ich höre immer wieder heraus, dass ihr sagt, wir müssen das Vorwärtsgehen über die Fairness setzen. Vorwärtsgehen über die Fairness. Vorwärts über Fairness. So wie, wir müssen vorwärts gehen um des Kindes Willen. Wir müssen vorwärts gehen wegen dem, was ihr Leben über uns hinaus bringen wird. Wir müssen in unserer Ehe vorwärts gehen, um diese Beziehung zum Gedeihen zu bringen, und ich könnte mich beschweren und 1000 Gründe nennen, warum das nicht fair ist. Im Stil, ich wurde nicht fair behandelt, und so viel von der Scham und der Schuld, die man mit sich herumträgt, rührt daher, dass es nicht fair ist. Und diese Kraft und Energie ist so enorm, dass die Leute es verpassen, weil sie so sehr damit beschäftigt sind, es fair zu machen, dass sie nie vorankommen und 20 Jahre lang feststecken.
Ihr aber habt euch für jeden einzelnen Schritt auf dem Weg nach vorne entschieden. Nicht perfekt, so wie man das als perfekt sehen würde, obwohl ihr nicht genau gewusst habt, wie es. Aber was würdet ihr, um langsam zum Schluss zu kommen, was würdet ihr als Team einem Paar mitgeben? Ihr habt gesagt, dass ihr das sogar in euren eigenen Familien beobachtet habt, all diese verschiedenen Dynamiken und Abläufe. Und Chrissy, du hast so etwas Gutes gesagt, nämlich, wir wünschten, wir hätten bessere Hilfsmittel gekannt. Was denkst du, wäre ein gutes Hilfsmittel oder etwas, das man jemandem mitgeben könnte, wenn die Familienverhältnisse wirklich chaotisch und schwierig werden, wenn man eindeutig die Kontrolle über die Abläufe verliert, die da geschehen, aber wenn man sich sagt, wir wollen vorwärts kommen, wir möchten aufhören, uns über die Ungerechtigkeiten zu beschweren, wir wollen vorankommen. Was könnten wir heute tun? Gibt es irgendwas, was wir heute versuchen könnten? Nun, ich kann mich nur wiederholen. Das Beste, was wir bekommen haben, ist die Connection Codes Eheberatung. Eines der Dinge, die ich da über die Fairness, von der du sprichst, gelernt habe, war in einer Sitzung mit Dr. Glenn. Er sagte, weißt du, Chrissy, wenn wir ein Video abspielen könnten vor Gericht und du hättest alles richtig gesagt und absolut in allem recht. Denn manchmal denke ich, Mensch, ich wünschte, ich könnte etwas sagen, eine andere Perspektive für Maren bieten. Die Geschichte ein wenig anders darstellen oder was auch immer. Vielleicht hätte sie dann was auch immer. Und Dr. Glenn sagte, dass man absolut richtig sein kann und trotzdem in der Beziehung verlieren kann. Geht es darum, Recht zu haben oder darum, voranzukommen, eine Zukunft zu wählen? Willst du eine Geschichte oder willst du eine Zukunft? Und oft müssen wir unsere Geschichte oder das, worauf wir glauben, ein Anrecht zu haben, loslassen. In dieser Phase hatte ich etwas gemerkt, nämlich man kann entweder seine vergangene Geschichte leben oder seine Zukunft, aber beides geht nicht. Ja, wir müssen unser Recht loslassen, um in dem zu sein, was ist, und weiterzugehen. Und ich denke, wenn ich das jetzt anschaue, und vielleicht sind einige Leute in der Situation, wo sie sagen, ich habe geträumt, wie anders es sein könnte, oder wir werden so und so sein. Weißt du, es ist wie beim Überraschungsgeschenk, wo man beim Kauf noch etwas dazu bekommt und man hat so viel Freude daran. Und es sind all diese Gedanken wie, was hätte ich tun können oder sollen oder nicht oder was, wenn dieses gewesen wäre oder das andere oder ich hätte es anders machen sollen oder was, wenn diese Person anders gewesen wäre. Und ich muss es loslassen, damit ich akzeptieren kann, was ist, auch wenn das, was ist, sehr schmerzlich ist. Und wenn ich die Hilfsmittel habe, die sagen, dass es wirklich wehtut, und ich bin ehrlich, wenn ich über meine Beziehung spreche, dann ist es für mich so wie, ich möchte dich so gern umarmen, aber es fühlt sich an wie ein Kaktus. Ich umarme einen Kaktus. Und es tut weh. Es ist schmerzhaft. Und ich versuche damit umzugehen und ich bin bereit, mich dem zumindest zu stellen. Und ich bin ehrlich und sage manchmal Worte wie, oh, das tut mir wirklich weh. Und du musst es nicht beheben, ich muss nur wissen, dass es da ist und ich muss es durchstehen. Oft reicht es schon, einfach darüber zu sprechen, selbst wenn es nur zwischen Tommy und mir ist. Und ich ihm sagen kann, hey, ich habe solch große Angst, dass dieses das Ergebnis sein wird oder jenes. Ich kann darüber sprechen und offen für das sein, was kommt. Darf ich etwas sagen? Darf ich noch etwas sagen oder haben wir keine Zeit mehr? Ja, klar. Was ich noch sagen wollte, was mir sehr gefällt, ist, dass es um das Wie geht. Wenn ich über das Schwere sprechen kann, wo ich drin bin, fällt es mir leichter, da drin zu bleiben, auch wenn es schwer ist, anstatt mich einfach zurückzuziehen. Es einfach mal loszuwerden, war eine Sache, die mir sehr geholfen hat. Was mir auch geholfen hat und viel Klarheit in meine Beziehung mit meiner Ex-Frau oder meinem alten Menschen oder meiner Tochter oder überhaupt mit allen anderen Menschen brachte, ist, dass es einen Unterschied zwischen Vertrauen und Liebe gibt. Und als Christ dachte ich, dass es fast dasselbe ist, weil Jesus sein Leben für alle gegeben hat, auf seine eigene Gefahr hin. Und unter dem Strich ist es so, dass er sich auf sein eigenes Risiko hin jedem anvertraut hat und er hielt sich nirgendwo zurück. Also dachte ich, das sei die Vorlage, aber im Inneren hatte ich einen kaputten Rahmen, so dass ich nicht wusste, wie ich das umsetzen sollte, aber ich dachte, es sei meine Verantwortung. Ich dachte, ich werde mich immer wieder Menschen anvertrauen, die mir wehtun. Und wenn sie mir das Herz brechen und mein Vertrauen oder meinen Glauben in sie, werde ich sie einfach noch mehr lieben, damit sie sehen, dass es in Ordnung ist. Und ich habe in dieser Zeit gelernt, dass es einen Unterschied zwischen einem Vertrauensbruch und einem Liebensbruch gibt und dass man einen Vertrauensbruch nicht mit Liebe füllen kann. Es
ist fast wie bei einem Knochenbruch. Wenn ein Knochen bricht, wird er schwächer, es sei denn, er wird irgendwie verstärkt. Und ich wusste nicht, dass es in Ordnung ist, den Leuten zu sagen, ich liebe dich und ich wünsche dir nichts Schlimmes, aber ich vertraue dir nicht mehr. Als ich das tat, war ich erstaunt, wie schnell Klarheit in diese Beziehung kam, sogar bei den Menschen, die mir vorher so wild erschienen waren. Der Grund, warum ich das sage, ist, weil es nicht um Feinde oder zerbrochene Beziehungen geht, sondern um Partner, Menschen, die sich die Kinder teilen, Verlobte, Ehemänner und Ehefrauen, die den Bezug zueinander verloren haben und die sich in der Ehe einfach in ihrer jeweiligen Ecke zurückziehen. Ich möchte den Menschen einfach zu bedenken geben, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass es nicht um Liebe geht, sondern um Vertrauen. Und wenn man es schon einmal aufgebaut hat, kann man es wieder aufbauen. Das Verrückte an diesem Muskel, den wir Menschen haben, ist, dass wir Vertrauen aufbauen und wieder aufbauen können. Es gibt Hilfsmittel, um Verlorenes wieder aufzubauen. Und ich möchte nicht, dass Menschen sich verlassen. Ich möchte nicht, dass die Leute denken, es sei einfacher, die Kinder aufzuteilen. Es sei einfacher, dass jeder das alleine macht. Es sei einfacher, sich zu trennen. Ich sage dir, es gibt nichts Schöneres und nichts, das mehr sexy ist als das Maß an Vertrauen, das man zu jemandem haben kann, mit dem man schon 20 Jahre zusammen ist. Es gibt nichts Besseres, als jemanden zu haben, der einen wirklich versteht und es ist möglich, etwas aufzubauen, zu zerstören und wieder aufzubauen. Und ich möchte nicht, dass Menschen ihren gemeinsamen Bund aufgeben, weil sie denken, ich versuche zu lieben und sie hören nicht zu. Ich möchte, dass Menschen eine Bestandesaufnahme machen und vielleicht ist es zu einem Vertrauensbruch gekommen und da gibt es ein anderes Rezept als bei einem Liebesbruch. Das ist etwas anderes und da braucht es eine andere Medizin. Man muss einen gebrochenen Knochen auch mit Stahl stabilisieren, sonst wird er wieder schwach. Und Vertrauen kann man wieder aufbauen. Und ich denke, es ist oft diese Entfremdung bei den Menschen, obwohl sie sich immer noch wie verrückt lieben, aber es ist einfach nicht mehr das. Und so denken sie, naja, ich schätze, es ist besser, wir trennen uns. Aber das ist es nicht, mein Freund. Hast du die Datingwelt da draußen gesehen? Das ist ein Albtraum, da möchtest du nicht sein. Echt? Und dann noch mit Kindern? Nein, 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 niemals. Ich möchte einfach, dass die Leute hören. Du magst vielleicht eine Vertrauenskrise durchmachen und versuchen, sie mit Liebe zu lösen. Hör einfach auf damit. Du musst wirklich darüber nachdenken, ob ihr nicht vielleicht zusammen neues Vertrauen aufbauen müsst. Denn als wir zusammenbrachen und wir es in dem ganzen Chaos wieder aufbauen mussten, wurde es nur besser. Es ist zwar schwer und anstrengend, aber es liegt etwas so viel Schöneres darin, als nur zu sagen, oh, ich fange einfach mit jemand Neuem wieder von vorne an. Es gibt einen Weg nach vorne. Es gibt einen Weg, den Schmerz zu verarbeiten, ohne zu gehen. Und das ist der Schlüssel zum Wiederaufbau einer Verbindung, die sich anfühlt, als würde sie nicht mehr existieren. Ich möchte nicht, dass noch mehr Menschen aufgeben. Ich bin es leid, Menschen beim Aufgeben zuzusehen und zu denken, dass es dann einfacher wird im Stil, ich fange einfach nochmal von vorne an. Das will ich einfach nicht mehr für die Menschen. Ich habe das Gefühl, dass auf der anderen Seite dieser Hügelkette etwas Besseres auf sie wartet und ich möchte, dass sie es gemeinsam finden. Als wir das geschafft hatten, war es besser. Das wollte ich sagen. Das ist so wunderschön. Ihr seid so, ihr zwei seid großartig. Das stimmt, das war großartig und ich bin so dankbar für eure Geschichte. Und was ich so mag an eurer Geschichte und was ich hoffe, dass die Menschen aus eurer Geschichte lernen, ist, das Leben ist nicht fair und es läuft nicht immer so, wie wir es erwarten. Und es gibt Schmerzen. Und selbst die Art und Weise, wie ihr über die Highschool-Jahre mit Maren und das Hin und Her sprecht, und ich höre euer Herz und die Enttäuschung und all die Arbeit, die Mühe und euer ganzes Herzblut und die Tränen und wie ihr beide am Boden wart und es doch nicht so herauskam, wie ihr es euch erhofft hattet. Stimmt's? Und diese Dinge können nicht repariert werden, aber das bedeutet nicht, dass es keine Wiederherstellung in der Geschichte gibt. Wenn ich euch beide anschaue und die Liebe sehe, die ihr füreinander empfindet und was ihr mit euren eigenen Kindern aufbaut und das Vermächtnis, das Maren trägt, das ist ein Zeugnis für Ausdauer und Überwindung. Und das ist es, was ihr getan habt. Schwierige Dinge bedeuten nicht, dass sie falsch sind. Ja, überhaupt nicht, danke. Nur weil etwas schwierig ist und nicht so läuft, wie man es erwartet, heißt nicht, dass man etwas falsch macht. Und es bedeutet auch nicht, dass es nicht genau so sein soll, wie es ist. Oder dass Gott nicht in der Mitte ist. Ich glaube, es liegt auch daran, dass wir in der Kirche waren, wo es heißt, nein, du musst einfach durchbeten und du musst all diese Sachen machen. Und ja, da hat es was dran.
Aber da braucht es auch, dass man sich Hilfsmittel holt und einige dieser Sachen lernt und auch, dass man sich nicht dahin bewegt zu sagen, du bist schuld an meinem Schmerz. Oder auch, dass er mir erlaubt hat, es zu sagen. Ich bekam sehr viele Verletzungen ab im Zusammenhang mit Marin und er musste diese Schuld nicht auf sich nehmen oder denken, dass er als Vater versagt hätte. Oder auch wenn er sagte, Moment mal, du magst mein Kind nicht? Und als Mutter denkst du da, oh meine Güte, was versuchst du mir da zu sagen? Neulich sagt er, willst du etwas gegen meinen Welpen sagen? Ja, der Welpe ist ein Tyrann. Sie ist ein Bild eines goldenen Tyrannen. Sie liebt das ganze Haus und sie ist so, oh. Das ist okay, wir arbeiten dran, das passiert und ich bin nicht die einzige Quelle dafür. Wir müssen uns nicht gegenseitig bekämpfen oder so. Wir kämpfen für dasselbe und das ist diese Beziehung, die Beziehung zueinander und die Beziehung zu unseren Kindern. Und in diesem Spannungsfeld leben, ich meine, bei all dem und dem, was wir tun, geht es bei unserer Geschichte und auch bei dem, was wir der Welt zeigen wollen, darum, den Menschen zu erlauben, mit dieser Spannung zu leben. Das Ende der Geschichte ist nicht das Glücklichsein bis ans Lebensende in der romantischen Version, die wir gehört haben. Nein, das Glücklich bis ans Lebensende ist, dass wir gelernt haben, mit der Spannung zu leben. Leben und Tod in einer Hand zu halten. In diesem Spannungsfeld zu leben, auch wenn es nicht so läuft, wie wir es uns vorgestellt haben und dass es uns trotzdem gut geht. Und ich denke immer noch, hey, das ist es, das ist das Happy End. Und es ist wie, oh Gott, du bist so wunderschön. Außerdem möchte ich mich bei allen Podcast-Hörern für meine Schimpfwörter entschuldigen. Bitte drückt einfach den Stummknopf. Denn das ist nicht die feine christliche Art. Es tut mir leid. Ich entschuldige mich. Wir lieben jeden Moment davon. Wir würden es nicht anders haben wollen. Wir lieben euch so sehr. Wir euch auch. Danke so vielmal.